Hallo, ich will mich mal wieder ein bisschen im Videoschnitt versuchen und versuche einfach mal ein bisschen mich da quasi anzunähern und möchte euch ein paar Eindrücke vom Spieleautorentreffen in Göttingen zeigen. Der René war bei mir zu Besuch und wir haben das Wochenende in der Göttinger Stadthalle verbracht, was die Spieleautoren, das Spieleautorentreffen beherbergt quasi. Dieses schöne Gebäude seht ihr jetzt auf der linken Seite. Ja, so sieht das Ding aus. Im Volksmund wird das Ding auch, wird die Halle auch Kachelofen genannt und ihr werdet auch gleich genau sehen, warum. Oder noch genauer sehen. Ja, die berühmten Kacheln. Es wird auch gerade diskutiert, was man mit diesem Gebäude macht. Abreißen oder einfach stehen lassen. Und von innen sieht das ganze Ding irgendwie genauso aus, versprüht den gleichen Charme wie von außen. Die 60er, 70er Jahre lassen grüßen. Ja, aber hier seht ihr schon mal die Autoren, das ist der Außenbereich. Dort präsentieren sich auch die Nominierten für das Autorenstipendium. Ja, hier gibt es noch eine Pinnwand, wo man auch sehen kann, welche Redakteure gerade vor Ort sind und die Autoren können sich präsentieren. Es gibt aber nicht nur große Spiele, sondern halt auch Kinderspiele. Und hier seht ihr quasi jetzt den Innenraum, der dieses Jahr richtig voll war. Also es war richtig viel los. Und René und ich konnten schon mal einen Blick auf dieses ominöse 504 von Friedemann Friesel werfen. Dieses Spiel klingt einfach nach Wahnsinn im positiven Sinne. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt, wenn das in Essen erscheinen wird. Ja, und ein wichtiger Punkt dieses Treffens ist auch die Vergabe des Autorenstipendiums. Das ging dieses Jahr an Sophia Wagner. Herzlichen Glückwunsch meinerseits nochmal von meiner Seite. Die Sophia wird auch noch, wird oder ist schon bei uns im Bretterwitter-Podcast gewesen. Genau, hier seht ihr sie. Vergesst aber nicht unsere Patreon-Kampagne, denn durch eure Unterstützung können wir an solchen Veranstaltungen jetzt öfter teilnehmen und vielleicht fällt auch öfter nochmal so ein Video raus. Macht's gut, tschüss! Ich bin scharf.